Was ich hier tue? Ich säge an dem Ast, auf dem ich sitze. Ja klar, bei uns gibt es fast 10 Millionen Aufstocker, bei denen das Gehalt zum Leben nicht reicht. 2,5 Millionen in Armut lebende Kinder und wer brutto weniger als 2500 Euro hat, wird mit ziemlicher Sicherheit von Altersarmut betroffen sein. Aber es ist doch trotzdem gut zu wissen, dass Banken durch unsere Geldspritzen nicht pleite gehen müssen, dass die EU durch jährlich zweistellige Milliardenbeträge von uns gut ausgestattet ist und dass die Ausgaben für Asylbewerber fast verdoppelt werden. 42% der Hartz-IV-Empfänger sind ja mittlerweile Ausländer. Die müssen auch ihr Geld bekommen. Geben ist schließlich seliger als nehmen. Ja, ja, wir braven Deutschen sind das Sozialamt der ganzen Welt. Wir zahlen und zahlen und zahlen. Und was müssen wir uns alles gefallen lassen? Als Dank für unsere Großzügigkeit spitzelt man uns breit angelegt aus und schickt unsere Jungs in Kriege, die uns nichts angehen. Es wird Zeit, dass hier endlich mal ein Riegel vorgeschoben wird. Ist es nicht das Normalste der Welt, dass man sagt, erst wir, dann die anderen? Die NPD steht für deutsche Interessen ein. Die NPD sagt offen, was sie denkt, auch wenn das vielleicht nicht allen passt. Denken Sie auch selbst? Am 22. September ist Bundestagswahl. Da können Sie eine Entscheidung treffen, die denen da oben mit Sicherheit wehtut. Wählen Sie doch einfach NPD.